Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Foodtest. Denn heute möchte ich mit euch die Linsenchips von Funny Frisch testen und zwar ganz gewöhnlich und einfach in Paprikastyle. Denn auch nicht alle Paprikaschips schmecken lecker. Und ich habe ja schon zwei verschiedene Sorten hier getestet. Die waren echt top und ich bin gespannt, was die Paprika-Variante kann. Schauen wir uns jetzt erstmal die Großaufnahme an und gehen dann zum Geruchs- und Geschmackstest. Und für alle Neuen hier würde ich mich wahnsinnig über ein Like und ein Abo von euch freuen. Los geht's! Ja, und hier wie immer für euch in der Großaufnahme Funny Frisch Linsenchips Paprika-Style. Das Ganze wie bei den anderen auch 40% weniger Fett. Und bis jetzt, was ich probiert habe, waren sie wirklich alle gut und auch sehr knusprig. Schöne Verpackung. Ich mag dieses Grau und mit dem Zeichen oben vom Funny Frisch. Das passt super zusammen. Ihr habt links die Linsen, rechts die schöne Paprika mit dem Pulver und die Form der Chips. So. Hier einmal scharf stellen, bitte. Auch intensiv gewürzt und besonders knusprig bei 40% weniger Fett. Hier gibt es dann noch die Nährwerte und die Stoffe, die so drin sind. 90 Gramm sind übrigens nur drin, aber für einen guten Genuss, finde ich, reicht das auch. Und hier habt ihr einmal die Zutaten, aber davon blende ich euch später noch Bilder ein. Wir öffnen die jetzt mal. Ich verspreche mir, dass sie schön rot sind. Oh ja. Kommt sogar auf der Kamera relativ gut rüber. Die sind richtig schön rot. Gefällt mir sehr, sehr gut. Könnt auch einen Blick mal in die Tüte werfen. Das schaut doch lecker aus. Ja, und dann würde ich sagen, testen wir sie doch mal. Ja, ihr Lieben, bei den Linsenchips, da freue ich mich immer ganz besonders aufs Probieren. Die sind so schön knusprig. Aber hier soll es jetzt um den Paprikageschmack gehen. Mal schnuppern. Oh, der Paprikageruch ist hervorragend. Wirklich. Riechen richtig gut gewürzt. Wenn die so schmecken, sage ich jetzt schon 10 Punkte voraus. Aber wir testen natürlich. Die haben sehr guten Paprikageschmack. Das Paprika hat eine leicht fruchtige Note. Gefällt mir gut. Boah, ich liebe, wie das knuspert. Aber ich finde, sie hätten durchaus intensiver sein können. Ich habe jetzt drei gegessen. Die schmecken beim Kauen schön intensiv. So ist es nicht. Aber der Geschmack verfliegt. Ich mag es, wenn man es lange im Mundraum hat. Ansonsten ein sehr schöner, leckerer Paprikageschmack, aber für mich tatsächlich zu wenig. 7 von 10 Punkten bekommen die, aber auch diese würde ich wieder kaufen, weil sie eine besondere Aromatik in dem Paprika haben. Nur für mich ist es nicht wirklich genug, weil ich mag es, wenn dieser Paprikageschmack schön lange im Mundraum bleibt. Kennt ihr die? Haut mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!